Ist Lee Toshido Cantrell. Er ist am 5. August 1952 in Tokio geboren. Seine Mutter entstammt einer der ältesten und reichsten Familien Japans. Sein Vater ist Joshua Cantrell, Generalmajor in der amerikanischen Army. Die ersten Jahre seines Lebens erhielt er in Japan eine besondere Ausbildung durch Privatlehrer. Sein ganzes Leben hindurch wurde er trainiert, die Künste des Kampfes in jeglicher Form zu beherrschen. Lee Toshido Cantrell ist ein Samurai. Jetzt ist er Staatsanwalt in San Francisco und zeichnet sich durch einen Rekord an unkonventionellen Überführungen von Straftätern aus.